Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. Mit der Literaturverwaltung haben wir uns ja im letzten Abschnitt mit dem letzten großen Kapitel des Inhaltes quasi auseinandergesetzt, also was im Dokument alles so drin sein kann. Deshalb wollen wir uns in diesem Abschnitt nochmal damit beschäftigen, wie gehe ich eigentlich vor bei so einer Ausarbeitung, also so ein bisschen so das Drumherum. Ja, ganz wichtig, dass die Aufgabenstellung geklärt wird und dass Sie sich die Struktur der Arbeit möglichst früh überlegen. Dann kommen wir jetzt mal zu der Frage, wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich so eine Ausarbeitung mache. Und ich gehe so vor, dass ich erstmal die Aufgabenstellung kläre und mir dann eine Struktur erstelle. Und zwar mit dem Hintergedanken, beides mit meinen Betreuern. Sie werden ja in der Regel am Ende mehrere davon haben, weil wenn Sie die Abschlussarbeit in einem Unternehmen machen, dann gibt es da jemanden, der Sie betreut. Ja, und dann gibt es natürlich noch mal jemanden, der Sie in der Hochschule betreut. Mit diesen beiden Menschen müssen Sie kommunizieren darüber, was Sie tun. Dafür ist das Klären der Aufgabenstellung ganz gut und auch das Erstellen einer Struktur. Schauen wir uns das mal an. Also hier steht jetzt, bevor Sie anfangen zu arbeiten, sollten Sie die Aufgabenstellung klären. Das ist auch keine zusätzliche Arbeit, weil die muss am Ende sowieso irgendwie in dieser Arbeit drinstehen. Ich empfehle sogar nochmal eine Abgrenzung dazu zu schreiben. Und das Ding, das nehmen Sie so und klären es mit Ihren beiden Betreuern ab. Sie sind täglich im Unternehmen, das ist überhaupt kein Problem. Und der Betreuer im Unternehmen, wenn das alles gut läuft, der weiß ziemlich genau und ziemlich gut, was sie tun. Sie haben aber immer noch auch den Betreuer in der Hochschule und der ist natürlich nicht täglich da und der kennt auch nicht unbedingt die ganzen Strukturen im Unternehmen. Den müssen Sie mitnehmen. Ja, also am besten, indem man so eine Aufgabenstellung klärt. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie davon ausgehen, okay, ich habe eigentlich eine Konstruktionsaufgabe und der andere geht, also der Betreuer in der Hochschule geht davon aus, dass sie eigentlich methodisch arbeiten. Das kommt alles vor und das kommt deshalb vor, weil man diese Aufgabenstellung am Anfang nicht sauber klärt. Wenn Sie sich mal die Aufgabenstellung angucken, die aushängen, dann sind die ja oft blumig, ne? Also da geht es ja dann meistens um die Erstellung und Konzeption eines Systems zum Blablabla. Das kann ja alles nicht sein, ne? Das haben wir ja auch im Software-Engineering-Kurs an manchen Stellen gesehen, so dass das eigentliche Anforderungsermitteln ist dann gar nicht so einfach. Ne? Wenn man sagt, okay, das System soll irgendetwas unterstützen, dann ist ja die Frage, ja, und wie tut es das? Ne? Also ich brauche einen Ablauf dafür oder so. Ja? Das müssen Sie am Anfang einmal aufschreiben. Ja? Tatsächlich aufschreiben und nicht einfach nur besprechen. Dann sollten Sie dem Dokument relativ früh eine Struktur geben. Das hat mehrere Vorteile. Erstmal kann man die natürlich dann auch mit diesen Menschen besprechen. Und zweitens mal kann man sich selbst anhand dieser Struktur schon mal relativ früh an eine Materialsammlung machen. Ne? Also wenn Sie eine Struktur haben, können Sie in die Struktur halt auch schon Sachen reinkopieren. Und wenn es irgendwelche Stichworte sind und wenn es Ihnen nachts um drei einfällt, schreiben Sie zwei Stichworte da rein. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn Sie nachher ein Kapitel ausformulieren wollen und sich dann fragen, was wollte ich da eigentlich reinschreiben? Ja. Oder Sie stellen fest, ich stelle mir jetzt die Frage, was wollte ich da eigentlich reinschreiben und kann ich sie löschen? Ne? Das ist natürlich auch möglich. Was ich jetzt mal mitgebracht habe, ist so eine 150% Struktur. Ne? Also im Prinzip wie so ein 150% Golf. Sie müssen dann halt eben gucken, was Sie für Ihre Arbeit brauchen. Und da ist es natürlich naturgemäß eine Ausarbeitung für so ein Fach wie Software Engineering. Da streichen Sie natürlich viel mehr raus, ja, weil die ja auch viel kürzer ist, als jetzt, was weiß ich, auf der anderen Seite der Skala steht vielleicht eine Dissertation. So. Und irgendwie für eine Masterarbeit muss man halt gucken, dass man nichts redundant hat und streicht halt alles raus an den Stellen, wo es einem nicht passt. Aber ich würde jetzt einfach mal durchgehen, dass man mal so ganz grob sieht, was man da überhaupt macht. Also es sollte irgendwie anfangen mit einer Kurzfassung. Auch hier gilt wieder, wir wollen es unserem Leser einfach machen und wenn der in der Kurzfassung erstmal liest, um was es geht, dann haben wir ihn A auf das Thema eingestimmt und B kann er sich dann tatsächlich überlegen, ob er das tatsächlich noch lesen möchte. Ja, weil das Dokument steht ja nachher alleine. Ja, und wenn alles gut läuft, liest es jemand und es empfiehlt ihren Namen. Ja, das wäre gut.
Und dann sollte man sich eben an diese Gepflogenheiten halten und einfach vorne eine Kurzfassung reinschreiben. So, und wenn die den anderen neugierig macht, dann wird er einsteigen. Ja, und wenn der andere sagt, oh, das ist ja nicht das, was ich unter dem Titel erwartet hätte, dann ist auch gut. Ja, aber nichts ist schlimmer als, jetzt habe ich hier 2 Stunden gelesen, und das, was mich interessiert hat, ist immer noch nicht vorgekommen, dann ist es nämlich eine schlechte Arbeit. Ja, fairer und besser für alle ist natürlich zu sagen, ja, okay, ich habe mir unter dem Titel was anderes vorgestellt, jetzt habe ich in der Kurzfassung gemerkt, ist es nicht, dann lege ich die Arbeit weg. Ja, aber dann bleibt nicht dieses ist eine schlechte Arbeit hängen. Dann gibt es eine Einleitung und jetzt ganz wichtig, wir brauchen eine Problemstellung. Also wir müssen irgendwo mal demjenigen, der dieses Dokument in die Hand nimmt, erklären, nicht über mehrere Seiten und riesengroß, aber irgendwo muss er erklärt bekommen, was ist das Problem? Warum schreibe ich diese Arbeit? Warum wird die Welt durch meine Lösung besser? Ja, das ist nämlich das Ziel der Arbeit. Und das müssen wir dem irgendwie na mal mitteilen. Ja, und da kommt dann auch diese Klärung der Aufgabenstellung rein und der Aufbau der Arbeit. Aufbau der Arbeit ist auch wieder was, das hilft demjenigen, der die Arbeit liest, um zu verstehen, okay, wenn ich den Teil lese, dann habe ich die ganzen Tests, Mitschriften und die Protokolle und so weiter. Wenn ich den Teil lese, da geht es eher um die Analyse. Wie gesagt, wenn Sie Ihre Arbeit selbst erklären, ist, können Sie es weglassen. Ne? Also ist alles, was Sie nicht brauchen, schmeißen Sie raus. Sehen Sie es einfach als Checkliste und Sie gehen sie durch. Und wenn Sie sagen, ich brauche das, dann bauen Sie es ein. Und wenn Sie sagen, ich brauche das nicht, dann streichen Sie es raus. Dann würde ich relativ am Anfang Begriffe bestimmen, und zwar in der Reihenfolge allgemeine Begriffe und spezielle Begriffe. Bei allgemeinen Begriffen, da ist es im Prinzip immer dann notwendig, wenn die so ein bisschen schwammig sind und man irgendwie sagt, in meiner Arbeit benutze ich den Begriff aber so und so. Ja, und das gleiche gilt für spezielle Begriffe, ne? Also wir wollen natürlich den Leser nicht langweilen, aber wenn man irgendwie so einen Begriff benutzt, der jetzt zu einer bestimmten Fachdisziplin gehört, dann wäre es nicht schlecht, wenn er am Anfang einmal erklärt wird. Dann gibt es irgendwo. Und das, wie gesagt, das kann jetzt in der Einleitung schon geschehen sein. Und wenn es da nicht geschehen ist, dann muss es auf jeden Fall vor dem Stand der Technik nochmal geschehen. Der Betrachtungsgegenstand. Also was wird denn heute gemacht? Ja, was sind die Anwendungsfälle, die heute gemacht werden? Ruhig auch ein paar Beispiele, ja, was heute eben gut läuft, was nicht gut läuft. Und ganz wichtig, Abgrenzung des untersuchten Bereichs. Das können Sie auch im Prinzip bei der Klärung der Aufgabenstellung schon mitmachen, aber irgendwo müssen Sie es machen, damit mental zumindest mal die betreuenden Leser wissen, okay, das wird nicht untersucht. Gut, dann kommt der Stand der Technik und Methoden, ganz wichtig, auch Methoden. Hier geht es im Prinzip darum, also welche Referenzen benutze ich, ist klar, das ist jetzt wieder so, das ist so ein Kapitel, da kommen dann relativ viele Referenzen, also sprich Zitate drin vor. Wichtig ist, fokussieren Sie sich auf die notwendige Technik, also die Technik, die Sie tatsächlich später benutzen. Ja, da sind wir wieder bei dem, wir schreiben das nicht in der Reihenfolge, wie wir es erlebt haben, sondern wir wissen ja jetzt, wie die Lösung aussieht und jetzt schreiben wir einfach vorne die Technik rein, die wir brauchen. Das Gleiche gilt auch für die Methoden. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben einen qualifizierten Leser, das heißt, der weiß ungefähr, um was es geht, der kennt vielleicht auch die meisten Methoden, aber dem brauche ich dann zum Beispiel eine Balanced Scorecard nicht nochmal erklären. Was aber ganz praktisch wäre, wenn Sie sagen, okay, ich benutze die Balanced Scorecard, so wie ich sie da und da gefunden habe, dass man das vielleicht nochmal so in 2, 3, vielleicht auch 4 Sätzen einführt und sagt, okay, also ich benutze die und die Methode in der und der Form. Ja? Und wenn Sie eine eigene Methode entwickelt haben, dann muss die ja sowieso nochmal in einem extra Kapitel beschrieben werden. Dann kommen hier die Methoden rein, auf die sie sich beziehen, also die sie so als Basis verwendet haben. Ne? Oft nimmt man ja eine Methode und passt die ein bisschen an. Gut, und jetzt kommt was, das fehlt in ganz, ganz vielen Arbeiten, aber das ist aus meiner Sicht natürlich fundamental. Also die Frage ist doch, wenn wir einen Stand der Technik beschreiben und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Arbeit vorliegen, in der irgendwas gelöst werden soll, dann muss es ja in diesem Stand der Technik eine Lücke gegeben haben. Also Sie müssen jetzt irgendwie denjenigen, der da jetzt vor sich hinliest, darauf einstellen, okay, die Lücke ist die und die. Ja, und wenn die Lücke halt ist, in anderen Firmen gibt es das und das System, die arbeiten da sehr erfolgreich drin, das gibt
mit, das gibt es bei uns noch nicht, dann ist das halt die Lücke. Ja? Also die Lücke muss ja jetzt nicht irgendwie fundamental sein, was weiß ich, uns fehlt das Higgs-Teilchen, ja, sondern das kann ja auch eine kleine Lücke sein. Und wenn die Lücke halt eben ist, die bisherigen Auspuffaufhängungen waren fehleranfällig, ja, dann baue ich jetzt mal eine neue Auspuffaufhängung, die hoffentlich die und die Fehler, die da eben ständig auftreten, nicht aufweist. Ne? Dann kommen wir zu den Anforderungen. Und ganz wichtig ist auch ein Ansatz. Also wie habe ich denn das überhaupt jetzt versucht zu lösen? Ne? Also hier kommen dann zum Beispiel so Dinge wie unser morphologischer Kasten rein. Ne? Also wenn Sie was konstruieren, wäre es nicht schlecht, wenn Sie dem Leser auch die Möglichkeit geben, die verschiedenen Dinge, die Sie verworfen haben, nachzuvollziehen. Thema Anforderungen, auch wieder ist es lästig, weiß ich, ist aber natürlich auch wieder so ein Selbstvergewisserungsding und vor allen Dingen ist es auch wichtig in der Kommunikation mit Ihrem Betreuer. Nehmen Sie Ihre Anforderungsliste mit. Also ich hatte, mein aktueller Fall ist, ich hatte betreue gerade eine Arbeit, da geht es darum, etwas zu automatisieren. So, ganz normal, 7 Anforderungen, das und das soll alles gemacht werden, das und das soll angesteuert werden und so weiter. So. Alles klar, Student geht mit seinem Betreuer in der Firma los, die kommen zurück, sagen, jo, wir nehmen den 8-Achsen-Roboter von KUKA. Ich so, was? Wieso nehmt ihr den 8-Achsen-Roboter von KUKA? Der kostet ja 8.000 € oder so, ja, dieser kleine. Ja, und dann stellt sich nämlich raus, da fehlten einfach Anforderungen. Ja? Die Hauptanforderung war nämlich, probier das mal aus mit dem 8-Achsen-Roboter von KUKA, ob das überhaupt geht. Ja, das dreht natürlich den Zweck einer Arbeit enorm. Ja, also der Zweck einer Arbeit ist ja dann eben nicht mehr konstruiere ein Handhabungsgerät, ja, sondern der Zweck der Arbeit ist auf einmal, probiere, ob das mit dem und dem Gerät funktioniert. Also quasi eine Validierung. Und das stellen Sie relativ leicht fest, wenn nämlich einfach die vorgeschlagene Lösung nicht zu den Anforderungen passt, dann ist irgendwas faul. Ja. Das kann man relativ leicht heilen, man schreibt einfach in die Anforderungen rein, dann ist es drin. Hat den riesen Vorteil, dann haben wir am Ende eine Tüte Anforderungen, von denen wir davon ausgehen, dass sie irgendwann vollständig sind, also zumindest zu dem Zeitpunkt für vollständig gehalten werden. Und dann können wir das nämlich nachher im Kapitel Validierung benutzen. Ja, und das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja nicht in die Luft validieren und sagen, jo, funktioniert, sondern wir wollen ja zeigen, dass wir unsere Anforderungen erfüllt haben. Und dazu ist es natürlich wichtig, seine Anforderungen zu kennen. Ne? Also das ist ja immer bei Qualität so, ich kann ja nur Qualität machen, wenn ich was messen kann, ne? Weil Qualität ja die Abweichung von dem Soll ist. Ja? Und wenn ich das Soll gar nicht kenne, dann habe ich ein Problem. Gut, und dann empfehle ich, das Dokument entsprechend so zu so strukturieren, je nachdem, was man macht, ob man verschiedene Konzepte hat, ob man verschiedene Arbeitspakete hat, dass man die eben dann als Hauptkapitelunterschriften hintereinander wegschreibt, aber dass die eine gleiche oder ähnliche Binnenstruktur haben. Ich habe jetzt mal hier so als Beispiel Methoden, Daten, Durchführung, Ergebnis, ja, dass man im Prinzip sagt, okay, in dem Arbeitspaket geht es um die Untersuchung, dazu bediene ich mich folgender Methoden. Dann habe ich folgende Daten erfasst in irgendeiner Testreihe. Ja, die habe ich dann habe ich das ausgewertet. Das wäre dann in dem Fall die Durchführung. Und das Ergebnis ist dann eben, ich habe erkannt, dass das und das gilt. Ja, und das kann ich dann im Prinzip für jedes Arbeitspaket einzeln machen. Und ganz wichtig, das muss man am Ende irgendwie ja nochmal zusammenfassen, damit derjenige, der es liest, irgendwie eine Chance hat, das dann nochmal als Gesamtschau zu sehen. Ja, und jetzt haben wir natürlich bei einer konstruktiven Arbeit, das ist relativ einfach, weil dann habe ich irgendwie einen Haufen Zeug verworfen, habe mich für irgendwas entschieden und das habe ich dann zusammengebaut. Das ist die Zusammenstellung einfacher. Wenn ich eine Methode mache oder ich sag mal, oder was ich jetzt letztens betreut habe, war so ein Kennzahlenmonitoring für die Produktion. Ja, da ist halt ein bisschen schwieriger, da muss ich halt gucken, okay, wie habe ich das denn zusammengefasst? Dann ist es vielleicht ganz schön, wenn man da dieses Cockpit, was da entstanden ist, beschreibt, dass man das eben am Ende in der Zusammenfassung einmal die Ergebnisse zusammenstellt. Also jetzt nicht nochmal auf jede einzelne Durchführung eingehen, sondern das, was hinten rausgekommen ist. So, jetzt, ich habe es ja schon vorweggenommen, jetzt kommt eben die Verifikation und Validierung. Also ich muss jetzt meine gefundene Lösung bewerten. Ja, das kann ich erstmal relativ einfach machen, indem ich die mit den Lösungen, die es bisher gibt, vergleiche. Das ist eine Binse. Da ist es ganz gut, wenn ich im Stand der Technik irgendwie mich auf irgendwas beziehen kann. Ne? Auch wieder schön Querverweise. Ja, ich habe
Meine Lösung ist besser als die drei Lösungen, die ich im Stand der Technik gefunden habe. A, B, C, Seite, so, Seite, Seite. Dann, ganz wichtig für die Verifikation und Validierung, habe ich meine Anforderungen erfüllt. Auch hier ist wieder schön, ne, wenn die Anforderungen vorne nummeriert sind, dann kann ich hinten einfach die gleiche Tabelle nehmen, kann sagen, okay, Anforderung 1, Anforderung 2, Anforderung 3, erfüllt weil, nicht erfüllt weil und so weiter. Und ganz am Ende kann ich daraus ein Fazit ziehen. Wenn ich jetzt nicht so ein einfaches kleines Fazit machen möchte, sondern ein großes Resümee, dann mache ich vielleicht daraus ein extra Kapitel, fasse nochmal das Ergebnis zusammen, fasse die Bewertung zusammen und gebe einen Ausblick. Ja, ein Ausblick ist immer wichtig, das darf man auch nicht unterschätzen. Also Ausblick ist nicht, ja, jetzt habe ich das gemacht, jetzt man kann das bestimmt weitermachen, sondern in den Ausblick, da packen Sie alles rein, wo Sie sagen, ah, das ist eine coole Idee, aber das schaffe ich jetzt in meiner Arbeit nicht. Ne? Dann gibt es gerne mal so den Drang von Studenten zu sagen, ja, dann lasse ich das irgendwie weg, weil dann sieht es so aus, als wäre meine Lösung unvollständig. Das war der falsche Ansatz. Die Lösung ist ja nicht unvollständig, die Lösung ist ja eine Lösung in N Wochen. Ne? Und wir haben im Moment für die Abschlussarbeiten 12 Wochen. Da gibt es halt, ich sage mal, eine Menge Lösungen, die man erstellen kann. Das gilt ja auch für so einen Projektbericht wie ein Software-Engineer, wo ich einfach sage, das ist halt das, was ich in so und so viel SWS bauen kann. Und natürlich kann man immer noch eine viel, viel geilere Software bauen. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Aber alles, was Sie da irgendwie, was Ihnen da mal in den Kopf kam und sagte, okay, irgendwie, da könnte man noch was Cooles machen. Das packen Sie in den Ausblick. Dann wird der Ausblick, dass der schön konkret wird, dass ich im Ausblick eben nicht sagen kann, ja, man kann das jetzt weiterentwickeln, sondern ich sage ganz konkret, damit meine Auspuffaufhängung auch in Zukunft noch besser wird, wäre es interessant, den und den und den Werkstoff noch zu untersuchen, die ich in meiner Recherche gefunden habe. Ja, das ist ein Ausblick, wo ich sage, ja, da hat der Bearbeitende, also was weiß ich, die Studentin, der Student hat wirklich mitgedacht, hat gesagt, okay, ich bin an der Stelle angekommen und man kann aber in die und die Richtung weitergehen, weil da sind, glaube ich, noch coole Ergebnisse zu erwarten. Ja? Da will man so ein bisschen sehen, als Betreuer ist jetzt derjenige, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, irgendwie da so ein bisschen zu einer Expertin, zu einem Experten geworden und hat sich und kennt sich da jetzt aus. Weil das ist ja das, was nachher das ingenieurmäßige Arbeiten ausmacht, ne? Dass man eben sagt, okay, das ist die Technik, ich kenne mich jetzt aus und ich empfehle, das und das zu tun als nächsten Schritt. Genau, und dann habe ich es ja eben schon gesagt, also alles, wo Sie sagen, das passt jetzt hier nicht rein, aber ich brauche es irgendwie, weil ich mich auch mal darauf beziehen möchte oder weil es auch irgendwie in einem bestimmten Zusammenhang was illustriert, dann packen Sie es in den Anhang. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, also eigentlich gehören rein, das heißt nicht eigentlich, sondern damit es vollständig ist, gehören rein Zeichnungen, Skizzen, Datensätze, wenn Sie irgendwie größer haben, Datenmodelle, Pläne, solche Sachen. Und da gibt es dann eben jetzt, sagen wir mal, heute zwei Klassen, nämlich einmal die Sachen, die einfach auf der beiliegenden CD sind. Ja, ich sage jetzt mal die großen Datenmengen, also Datensätze und so weiter, die drucken wir natürlich nicht ab. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel so einen Plan haben oder eine Zeichnung und haben da auch eine kleine und haben die jetzt mal auf DIN A4 verkleinert, damit derjenige, der die betrachtet, da irgendwie eine Vorstellung von bekommt und wollen sich da irgendwie drauf beziehen, dann packen Sie das so in den Anhang, dass das im Anhang auch abgedruckt ist. Ja, also dann schreiben Sie bitte nicht in den Text rein Zeichnung, Klammer auf, Dateiname auf CD, Klammer zu, sondern dann machen Sie halt die Zeichnung auf DIN A4, packen die hinten rein und dann schreiben Sie eben Anhang 4.1 und dann, was weiß ich, Originalversion auf CD oder so. So dass man halt im Prinzip, wenn man das Dokument in der Hand hält, ein in sich geschlossenes Dokument hat. Und natürlich alles, was darüber hinausgeht, deshalb heißt das Ding ja Anhang, kommt dann entsprechend in den Anhang und alles, was so ein bisschen sperrig ist, kommt dann eben auf die CD. Jetzt sind wir fertig mit dem Erstellen, also was kommt rein in die Arbeit, wie gehe ich vor. Im nächsten Abschnitt mache ich noch ein paar Schlussbemerkungen, so ein paar kleinere Hinweise. Und dann gibt es im letzten Video auch noch eine Zusammenfassung.